Islam, wir haben eine Flagge. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wie zur Zeit des Propheten. Dieser Mann hier, Urwa ibn Mas'ud, der kommt dahin, der sieht einen Habashi. Ja, also das heißt einer aus Äthiopien. Ja. Der sieht einen, wie Bilal beispielsweise, der sieht einen Römer, Suhail Rumi. Der sieht jemanden, der Jude ist ursprünglich, ja, wie Abdullah ibn Salam und andere, ja, dieser Herkunft. Der sieht die Leute von allen Hautfarben beispielsweise, von allen Ländern, aus Persien, Salman al-Farisi. Aber diese Religion ist weltumfassend. Eine Gemeinschaft. Ja, ayyuha an-nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabail lita'arrafu inna akramakum indallahi atqakum. Wir haben euch, oh ihr Menschen, wir haben euch aus einem männlichen und weiblichen Wesen erschaffen und euch zu Völkern und Stämmen gemacht, dass ihr euch gegenseitig kennenlernt. Der Beste unter euch ist der Pakistaner, Chinese, der Gottesfürchtigste. Der Gottesfürchtigste. Viele, guck mal, viele, wenn ich in der Moschee bin und ich sage, China, wir kommen aus China, fangen Leute an zu lachen. Wisst ihr, wie viele Muslime es in China gibt? Ohne Ende. Wissen wir jetzt. Richtig viele. Indien, das größte islamische Land ist Indonesien, von der Bevölkerungszahl. Mashallah. Deswegen, Alhamdulillah. Und das zeigt uns Erfolg. Wann haben wir Erfolg, Brüder und Schwestern? Wir haben Erfolg, wenn wir zusammenhalten. Wenn wir diesen Nationalismus überwinden. Wenn ich sage, ja, der kommt daher, oh, meine Tochter. Wisst ihr, wie viele Frauen sich schon bei uns melden? Die haben Probleme, die wollen einen Mann heiraten, er ist ein gottesfürchtiger Mann, aber die Eltern haben was dagegen. Es ist zum Heulen, ist es. Es ist wirklich zum Heulen. Ja, worum? Warum? Du lebst hier in Deutschland. Sei froh, wenn deine Tochter einen gottesfürchtigen Mann heiraten kann. Sei froh, wenn sie einen gottesfürchtigen Mann heiraten kann, der betet, der fastet. Nee, die muss einen, einen Syrer aus meinem Dorf heiraten, subhanallah. Ach, wie willst du das denn schaffen? Wie soll das denn funktionieren? Da ist Sina vorprogrammiert. Sina vorprogrammiert. Warum? Weil wir den falschen Marsch haben. Ihr guckt dir diese Leute an. Die sind alle zusammen marschiert bis nach Hudaybiyah. Haben nicht gesagt, ja, der ist Marokkaner, der ist was weiß ich, der Suhail Rumi ist Römer. Egal. Was sagt der Prophet, alaihi salatu wasalam? In atakum entaduna dinahu wa khulukuhu fazawwijuhu fa in lam taf'alu taqum fitnatum fil ardi wa fasadun arid. Das heißt, der warnt davor, wenn jemand kommt, mit dem seine Religion bist du zufrieden, mit dem sein Charakter bist du zufrieden, dann verheirate ihn mit deiner Tochter. Ich meine nicht Zwangsheirat. Aber ich meine diesen Schrott, den wir überall sehen. Wisst ihr, mit wie viel Zwangsheiraten wir es zu tun haben? Bestimmt 15% der Ehen, ohne Quatsch. Das ist eine Katastrophe. Nur weil wir diese kranken, unislamischen Vorstellungen von Nationalismus haben. Es könnte ja der Nachbar sagen, der Mann von der Fatima, die aus der Türkei kommt oder die aus Marokko kommt, der ist ja aus Somalia. Was hat das mit Islam zu tun, Achim? Was hat das mit Islam zu tun, ob der Mann schwarz ist oder weiß ist oder rot ist oder gelb ist oder was weiß ich ist? Man sei froh, wenn die zusammen klarkommen und wenn die Religion praktizieren. Unsere Religion hat mit Rassismus nichts zu tun. Das ist Rassismus. Das ist Rassismus. Und ich habe mal einmal einen Spruch gebracht. Ja, ich habe gesagt, es kann deutsche Rassisten geben. Es kann türkische Rassisten geben. Es kann tunesische Rassisten geben. Aber es kann keine muslimischen Rassisten geben. Weil wer ein Rassist ist und ist Muslim, der hat den Koran schon eigentlich abgegeben. Ach, wie willst du Muslim sein, wenn du genau weißt, dass Allah sagt, inna akramakum indallahi atqakum. Aber du sagst, nee, ist nicht so. Bruder, bei manchen Familien, weißt du, was wir für Probleme haben? Was heißt wir? Was es dort für Probleme gibt, nur weil die Frau vielleicht, manchmal, die kommen aus demselben Land, kannst du dir das vorstellen. Aber die eine kommt aus dem Norden und der Mann kommt aus dem Süden. Was hast du erwartet? Weißt du, wie viele Mädchen hier Sina machen? Weißt du, wie viele Frauen, von Männern brauchen wir gar nicht zu reden. Katastrophe, ja, aber warum? Die werden dahin gebracht. Die werden dazu gezwungen. Die wachsen hier auf mit dem Bedürfnis für einen Mann oder der Mann für ein Bedürfnis für eine Frau. Und das ist ein starker Instinkt. Das ist ein starker Instinkt, der einen verrückt machen kann, wenn du da nicht in der Lage bist zu heiraten.
So, jetzt finden die jemanden zum Heiraten, es wird alles zugemacht. Alles wird zugemacht. Und ich gehe sogar in dieser Zeit so weit. Ich gehe sogar in dieser Zeit so weit, ganz klar. Ja? Die Menschen entwickeln sich, aber die Zeit ist so, dass man weniger, oft längere Zeit braucht, um sich zu entwickeln, um genügend Geld zu haben. Ich sage, die Eltern sollen die jungen Pärchen finanziell unterstützen. Es gibt keinen Schart in der Ehe, dass man zusammen in einer Wohnung lebt. Es gibt keine Bedingung in einer Ehe, dass die Eltern einen nicht unterstützen dürfen. Das gibt es nicht. Aber das ist eine Notwendigkeit in der heutigen Zeit, denn wir sehen, dass die Leute nicht heiraten können, aus finanziellen Gründen und weil sie sich keine Wohnung leisten können. Und dann sind sie zusammen und treffen sich und so weiter und es passiert, was passiert, weil die Verführung einfach zu stark ist. Deswegen soll man den Leuten helfen.